Und damit herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge Borderlands 2 mit dem werten Abrat und meiner Wenigkeit. Hi! Ja, während der kurzen Aufnahmepause haben wir hier noch ein paar Sachen weggeschmissen und haben, jetzt hoffe ich, dass ich es richtig habe, den Feuersturm erhalten. Boom, Baby! So, und jetzt schauen wir mal, was wir hier weiter machen können. Und wir haben eine Menge Vollpfosten erhalten. Nee, nicht Vollpfosten, voll Honks. Genau, voll Honks waren's. Hier hätten wir noch was zum Wegwerfen. Oh, wir können wieder was wegwerfen. Oh, genau, erstmal hier looten, bevor wir da rein gehen. Da haben wir wieder viel. Oder nee, doch nee, war eine andere Truhe. Ja, wir werden sowieso gleich Endboss-Battle haben. Passt ja. So, warte, ich möchte mal kurz das überlegen. Hier haben wir wieder zu wegwerfen. Ne, ich bin gerade überlegen, ob ich die Jacobson Assault Rifle wieder gegen meine normale austausche. Mhm. Blöd nur, die sind halt 600 Punkte unterschiedlich Schaden. Ach, fuck it. Das kommt. Erstmal schnell noch wegwerfen gehen. Jetzt haben wir hier was. Yay. Hast du auch noch was gefunden oder was? Yep. Hm. Willst du zuerst oder so ich? Mach du mal. Ja, voll Honks garantiert. Ah ja, Granatenmod war das. Genau, ich hatte mir. Eure Belohnung sind. Sag ich doch. Hallo. Schnell Schwert ziehen. Ah. So. So, jetzt du. Und ich habe. Na, wo ist sie? Das hier. Upp. Ich werde es für Regen. Euch regnen lassen. Geld. Ah, auch geil. Der eine kriegt Vollhocks, der andere wird mit Geld. Yeah, neues Skin. Oh, du hast einen neuen Skin gekriegt. Ja. Wie heißt er? Bereits von Macromatter Skin angepasst. Nein. Stimmt. Das ist ein J. Ja. Nein, warte. Hä? Da muss mein Lehrer ran. Lernen lesen. YESFX. Von wo kommt der Sturmritt? Von wo kommt der scheiß Sturmritt auf immer her? Warum sind hier wieder Gegner gespawnt? Vielleicht, weil wir uns gefühlt 10, 20 Minuten hier aufhalten. Ich lass mal den Skin regnen. Neue Spielerskin erhalten halt gerade. Okay. Juhu! Okay, der war gut. Der hat mich voll in der Luft erwischt. Der hat mir Newton Header in der Luft gegeben. Sei unbesorgt, Bürger. Alter. Ist das euer fucking Ernst, Leute? Das war das. So. Bitte bitte dich mal wieder. Arigato. Was? Alter! Ach, bist schon. Machen wir es einfach so. Komm her, du Pisskind! Hau dir aufs Maul! Punkt, deiner hat erstmal gerade raus. Arigato! So, zu was ich ja wollte, war eigentlich hier die Zeit nehmen. Achso, das ist bloß eine Kniele. Hier sind ein paar Medikits. Ja, der ist ja nichts. Hatte ich noch was? Ja. Ah, hier ist noch eine kleine Kiste. Vielleicht ist da noch was drin. Yep. Ja, da. Kann weg. Ja. Kann alles weg. Nein. Gut. So, Weißt du mir so, dass wir gleich nochmal hier hingehen? Also, werft das eben weg und dann. Genau. Ab zum Handsome Hexer! Eure Belohnung sind diese Vollhocks! Mini-Zwerg! So. Gut. Was haben wir denn? Ja. Ich hab noch drei Sachen. Eure Belohnung sind
diese Vollhonks. Der natürlich wieder Badass. Den Feuerriss. Das ist eklig. Oh fuck. Knacken mit den Packen. Stirb! Bam. Und noch mehr zum Wegschmeißen. Ja, aber erst später. Okay, warte. Dann rüste ich schnell mir eine Waffe wieder aus. Wie gesagt, wir werden sowieso gleich wieder hier hingehen. Auf in den Kampf. Auf und davon. Wir wollen ja noch was Produktives in der Folge haben. Genau. Warte auf mich. Flutsch. Kleine Königin zu retten, aber immerhin rechtzeitig, um unvorstellbar qualvoll sterben zu dürfen. Cool. Ich springe halt auf dir rum. Glaub ich. Nicht auf ihn warten. Er ist... Hat es so Gewalt. Hey, guck mal nach oben. Guck mal nach oben. Verdammt. Mord ist dein Hobby. Du kannst dich von deinem Schild verabschieden. Wie der sich quält. Ups, ja. Warum bist du weiter schon? Die beste Taktik für solch einen Boss? Draufhauen! Und um ihn nach oben traden. Ich stelle noch mal Shit auf. Flutsch und weg ist er. Das ist so ein Witz von euch, Leute. Weg mit dir! Also, irgendwie ist der Bosskampf bisher echt lacher. Ja, ist auch. Wo geht dir mal die Fresse von dem an? Ich sag mal so, die Bosskämpfe in Borderlands sind nie gut gewesen. Ja, sagen wir so, vielleicht machen sie es ja für den dritten Teil besser. Wenn ich mir so den Boss von letzten E3 DLC Curse of Osiris angucke, der ist mal so unglaublich gut. Dämonischer Hexer. Sonnenhexer ist uns bisher noch nicht begegnet. Stopp, jetzt! Ja. Ich hab Magie hier eingeschützt. Sieht schlecht für euch aus. Jetzt wird's lustig! Bam, 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 bam. Immer weg mit dir! Und was hast du den Tag heute gemacht? Ja, ich stand 10 Minuten lang auf dem Podest und hab auf den Gegner einfach eingeschossen. Hast du Destiny nie gespielt? Nein, Borderlands 2. Alter, der hat Smokey wiederbelebt. Schön. Ich no-scope den mit meinem Scharfschützengewehr. Das ist sowas. So, was für ein Chick der... Was? Der lebt immer noch? Tot! Der Handsome Hexer ist tot! Und ratet mal, wer zur Siegesparty kommt! Unser allerliebster, unbesiegbarer Ritter, Roland! Tina, es reicht jetzt, echt. Geschafft. Wir haben gewonnen. Und Roland kam vorbei und war echt happy. Und wenn sie nicht gestorben sind, dann leben sie noch heute, Ende. Hör auf! Du weißt, was Jack mit Roland gemacht hat. Ich nicht. Sie hat recht, Tina. Also wollt ihr noch ein paar Nebenquests, oder? Du musst dich damit abfinden. Roland ist tot. Ich weiß! Oh. Ich weiß. Aber es ist meine Geschichte. Und... Weißt du was? Ist schon gut. Er muss ja nicht weg sein. Nicht solange du es nicht willst. Ja, mach weiter. Ich will wirklich wissen, wie die Geschichte ausgeht. Danke.
Als der tödliche Zauber des Hexers auf den ahnungslosen Ritter zuwirbelte, war klar, dass nur ein Wunder ihn retten würde. Aber glücklicherweise passierte genau das. Ein Wunder. Oh! Bloodwing! Und wie? Yay! Also, wie fandet ihr den Kampf, Leute? Ich brauche ein bisschen Feedback. Mir hat der Teil gefallen, wo wir ihn getötet haben. Ja, war geil, Mordecai. Apropos, warte mal. Wo ist er gestorben? Hat er nichts hinterlassen? Lächerlich. Warte, kommt gleich. Also, Tina, wenn du mein Feedback haben möchtest, nächstes Mal vielleicht ein paar andere Phasen, vielleicht ein bisschen mehr als hinstehen und draufballern. War schon in Bioshock nicht so unglaublich gut und Bioshock ist so ziemlich nah an der Perfektion eines Videospiels. Naja, also du kannst noch ein bisschen feilen, ne? Genau. Aber wir wollen mal Bioshock Infinity aus der Reihe rauslassen. Ich sag mal so, Bioshock Infinite ist eigentlich nur die Story richtig gut. Beziehungsweise die letzten 20 Minuten. Ja. Weil ich muss persönlich Moment, sagen. Da liegt was. Was? Etwas Weißes. Achso. Nicht relevant. Weißt du, was geil wäre, was man von denen hätte kriegen können müssen? Seine Maske. Hatten wir ja schon. Nee, ich meine, vom Dämonen-Magier. Als ihr über die Leichen der Unglücksritter steigt, die versucht haben, die Königin zu töten, wisst ihr, dass ihr hier richtig seid. Denn wer sonst könnte der Welt das Licht zurückbringen? Wer, wenn nicht die schönste, bezauberndste und anmutigste Königin aller Zeiten? Oh. Wow. Das ist... Wow. Warum überrascht mich das nicht? Sie Gut. ist wunderschön. Die Königin ist in Sicherheit und kann endlich ihren Zauber wirken und der Welt das Licht zurückbringen. Oh, guck dir die Farben an. Peridium, um ihren Zauber die war legendär. Ja, überlegen wir. So. Soll ich dir was sagen? Ich fütter jetzt Arschgaul. Kann man die füttern? Ein Stampf ihrer perfekten Hufe, ein Peitschen ihrer edlen Haare. Und Königin Arschgaul gab der Welt ein für alle Mal das Licht zurück. Cool. Wow. Und das für 5 Iridium. Ende. Und? Was sagt ihr, Leute? Das war wirklich toll, Tina. Jawohl! Das hat echt Spaß gemacht. Hey, Leute, der Spion hat die Zugangscodes zur Hyperion Mondbasis ausgespuckt. Jemand Bock, eine Raumstation hochzujagen? Oh ja, hab ich! Und so kehrten die Kammerjäger und ihre kleine Psychopathin zurück ins Ödland. Zurück in eine Welt voller Blut und Wahnsinn, die sie für einen allzu kurzen Urlaub verlassen hatten. Bloodwing! Wiedersehen. Und in den Tagen, die dann folgten, würden sie sich erinnern. Ihrer gefallenen Freunde, der Abenteuer, die sie erlebt hatten, ob real oder in der Fantasie. Und sie würden wissen, egal wie schlimm es auch kommen mochte, gemeinsam wären sie nie allein. Ich liebe euch alle. Oh. Oh. Dann sagte Captain etwas Dummes und versaute alles. Ach ja. Ich muss eigentlich sagen, die gesamte Thematik rund um Tiny Tina, dass sie halt Nolans Tod nicht bearbeiten möchte, kann, finde ich so ziemlich am geilsten. Ja, hat schon was. Ah ja, und Arschgaul. Ich fand's schön, dass Bloodwing in der ganzen Sache auch nochmal einen kleinen Nebenpart, auch wenn er jetzt zum Ende kam, bekommen hat. Ja.
Hast du eigentlich die Trophäe jetzt erhalten? Welche Trophäe? Wenn man Arschgau füttert? Oder bekommt man die erst, weil wirklich, wenn man die an Stall findet? Keine Ahnung. Also ich hab der 5 Iridium in die Hand gedrückt. Du meinst ins Maul? Mein ich doch. Ja, ich lass mal die Credits vom DLC Tiny Tina's Dungeon & Dragons einfach mal ein bisschen schneller durchlaufen. Ja, ich auch. Denn wir haben ja noch ein bisschen was zu tun. So ein paar andere What Ideen. The hell? Schade, der geht nicht drauf, wenn man sie schlägt. Wäre geil, wo du stehst hinter ihr, schlägst, kriegst du erstmal einen Huftritt ins Gesicht. So, das abgeschlossen, ja. Roland. Gute Arbeit. Rolando. Den Hexer besiegt und der Welt das Licht zurückgebracht. Ihr habt euch eine Verschnaufpause verdient. Wirklich, Mann? Also, wegen der Königin. Ich bring sie selbst zurück in die Stadt. Kurzer durch. Was das? Das kann doch nicht schon gewesen sein. Okay, das ist cool. Ach wo? Jo. Ich hab noch massig Nebenquests zu erledigen. Und ich hab alle Zeit der Welt. Das nenne ich viel Explosion. Gefällt mir. Wie viel Schaden macht das? Dafür nehme ich gern. 3121 mal 5. Ja, die ist minus gut. 1 Genauigkeit. Oh, scheiß auf die Genauigkeit bei der Schrotflinte. Ja. So, wisst ihr, was ich überlege, was wir vielleicht nochmal probieren können? Die Dinge? Die Zwerge. Ja. Jetzt sollten sie eigentlich wieder da sein. Yeah, Klatsch. Warte. Warte, hast du nicht irgendwie noch irgendwas aufgehoben oder so? Nein. Schrott, also ich habe zwei Schrott. Warte. Nee, ich hatte ja bloß die Schrotflinte im Visier gehabt und dann ja. Und außerdem, doch, ich habe die drei Handfeuerwaffen noch von vorhin. Wollen wir die eben noch reinwerfen oder? Ja, die können wir noch machen. Erstmal wieder laden. Du kommst wieder auf die Beine. Dieser Moment, wenn Leute zu weit weg sind, um sie abzuschießen. Boah, aber wie hell es jetzt hier auf einmal ist. Der tut ja richtig. So freundlich. Ja, der tut richtig in den Augen weh. Helle Farben, freundlich, das gefällt mir nicht. Wo waren das gewesen? Weiter oben. Bam! Tot! Ach komm, scheiß drauf. Verkaufen wir das Ding einfach. Verkaufen wir es einfach. Hartersetz, Gesundheit, die Reiche, Zauber bekommen, erwärmen. Wenn Waffen Zauberei sind. Dann ist das hier der Mana-Trank. Ja, dann verkaufe ich die Dinger. Meine Patronen sind keine Zauberei. Aber so. Wenn du bereit bist, sag. Wollen wir jetzt die Dinger? Die Zwerge oder was willst du jetzt? Ja, das war die Missionswaffe auch loswerden. Gut. Ja. Yeah. Weil jetzt sollten theoretischerweise die Zwerge nämlich wieder gespawnt sein. Vergiss dein Schild nicht abzulegen. Bevor du uns die Zwerge wieder wegkillst. Welches Schild? Dein Nullschild, oder wie das Ding hieß. B-Schild. Genau, B-Schild. Ich hab hier mein Korrosions-Nahkampfschaden. Weil wir sollen die ja betrunken machen. Oh, warte. Deswegen renne ich jetzt hier einfach durch. Interessiere mich gar nicht für die Lappen hier. Siehst du, hast du die doch behalten? Die eine Mod? Welche? Mit dem Feuerball, weil ich höre die ganze Zeit von deiner Feuerball schreien.
Nö. Komisch. Jetzt auf jeden Fall magisches Geschoss. Ja, wenn Leute mich angreifen, dann werden sie in Korrosion gesteckt. Ah. Scheiße, wie waren die? Wie geht's da hoch nochmal? Hä? Müssen wir aus? Stopp, weiter den Weg dahin. Ach, da hinten mussten wir lang. Im Übrigen, mein Handy ist gerade ausgegangen, heißt der Timer ist erstmal weg, aber wir hatten eben noch 5 Minuten, also können wir dit mit den die Mission hier noch in die Folge packen. Ja. Ork-Klopper, verpiss dich. Wir müssen weiter nach oben. Darf ich mal kurz erwähnen, dass ich, wenn ich jemanden mit der Fuseknarre anschieße, dass der dann stirbt? Kann sein, dass du zu stark bist, denn? Ja, möglich. Also musst du die bitte besoffen machen. Okay, du darfst diesmal einen Knopf betätigen, ich mach's besoffen. Hm. 12 Erfahrung, wow. Da lebt einer. So, ich bin gleich an der Stelle. Wait a second. Ich Bunny hoppe schon zu dir. Dann Bunny hoppe mal schneller. Vorhin diese Scheißknarre hat irgendwie nur 170 oder so Schaden. Läuft. So. Und ich kill alles mit einem Schuss. Ihr habt euch die falsche Waffe. Also, der erste, komm mal mit. Muss aber aufpassen, dass die mich nicht irgendwie antatschen, weil sonst werden sie auch sterben. Ja, ja, ich mach immer bloß eben. Komm. Klatsch. Nummer 1. Oh, der hat Iridium fallen lassen, der sagt. Hm? So, der nächste bitte. Hui. Und klatsch. Jetzt dachte ich gerade, der hat die Spitzhacke als Waffe fallen lassen. Ich dachte zuerst, dass irgendwas ausgesucht. Na. Alter! Jetzt ist er betrunken. Warte mal. Du auch noch. Und du. Alle drei. Okay, das finde ich nett. Je länger ich die Waffe in der Hand halte, desto betrunkener wird mein Charakter. Hui. Und damit haben wir die Quest nämlich erfüllt. Gut, das machen wir in der nächsten Folge. Freunde, wenn es euch gefallen hat, lasst gerne Bewertungen da. Und warum schreit deine die ganze Zeit irgendwelche magischen Attacken? Weil sie besoffen ist. Ja, habe ich auch das Gefühl. Auf jeden Fall, schaltet auch das nächste Mal ein zu einer weiteren Folge Borderlands 2. Bis dahin, gehabt euch wohl und ciao!